So, hallo, ich begrüße euch zu einer ungewöhnlichen Isaac Folge 99. Nein, ich habe diesmal nicht die Aufnahme versaut, allerdings die Ranz, und zwar gehörig. Und ich möchte mal wieder nicht, dass es jetzt drei Folgen lang nur Keeper-Fail-Ones gibt, weil ich habe jetzt gerade eben den dritten versaut und es ist so frustrierend, auf welche Art und Weise ich das versaut habe. Und ich will nicht, dass ihr euch eine Stunde lang mein Rumgerenne anschaut, wenn ich dann an so einer Scheiße sterbe, was ihr gleich alles sehen werdet. Deswegen fassen wir jetzt einfach die Dualruns zusammen und gucken sie uns einfach so ein bisschen gemeinsam an. Ich denke, das ist ganz interessant. Ihr habt jetzt als letztes Part 98 gesehen. Part 98 haben wir angefangen mit Keeper zu spielen und schon mal festgestellt, wird gar nicht so einfach. Wir müssen erstmal bis Isaac kommen, um sein Start-Item noch zu erreichen. Da hängen wir gerade ein bisschen dran fest. So, da habe ich mich allerdings mit Keeper noch nicht so gut ausgekannt. Mittlerweile weiß ich, deswegen heißt Part 99 eigentlich auch von Sacrifice Räumen und einer furchtbaren Kombi, dass man gerade mit Keeper die Sacrifice Räume ganz gut nutzen kann. Wenn noch Münzen auf der Ebene rumliegen, dann kann man die ja immer als Herzen verwenden. Und entsprechend opfern, 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 opfern. Das habe ich hier in dem Run auch probiert. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen einfach durch. Ich denke, jetzt haben wir auch Bild. Ne? Ja, ihr habt Bild. Ihr habt die Maus, wenn ich da rumswitche. Okay, alles cool. Gut. Der Run fing ganz normal an. Wir haben diesen Reusable Airstrike bekommen, also dass ich so drei so Raketen runterschießen kann mit einem Spacebar-Item. Mit zwei Aufladungen kann man recht oft einsetzen. Coole Geschichte. Vor allem, Bosse sind damit halt sofort erledigt. Ja, einfach normaler Run. Alles wenig spannend. Wenig spannend. Ich habe wahrscheinlich rumgelabert, weiß ich nicht. So, gucken wir uns kurz den Bosskampf an. Einfach voll ins Gesicht, sagt tschüss. Ne? Wie Vergangenheitskonnen es auch schafft. So gefällt mir das. So, dann habe ich gedacht, ach cool, HP ab. Das Boss zu besiegen. Und das nehmen wir doch. Ach so, wobei, ist das jetzt. Das zählt nicht mal als HP ab? Oh, come on. Ja, Vergangenheitskonnen war sauer. Zu Recht. Alles, was Knochenherzen sind, alles, was blaue Herzen sind und so weiter, wird zu blauen Fliegen. Das heißt, man bekommt nicht gar nichts, aber man bekommt effektiv nicht viel. So, ich habe jetzt. Also, ja, war doof. Dann ist die Ebene hier schon durch. Hier bekommen wir dieses Item, was mir nichts nützt. Also einfach weiter im Programm. Erstmal ein bisschen spielen. Bisschen spielen, weiterspielen. Da haben wir dann ein bisschen was gesprengt und dann haben wir den Raum hier gefunden. Da kommen wir später noch dazu, nämlich jetzt. Ich will hier oben freisprengen, ne? Und ich habe mit diesem Reusable Airstrike, ich habe drei Schüsse. Die kommen aber sehr schnell hintereinander. Das heißt, ich muss mit meinem Fadenkreuz sozusagen von hier bis hier hochziehen. Und jetzt schaut euch an, was ich geschafft habe, durchzukommen. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Hier, hier und da. Perfekt. Nein, ich habe den Eingang nicht gesprengt. Da muss ich selber meine Bombe legen. Ja, ärgerlich. Aber so komme ich an alle Kisten ran. Wehe, das ist es nicht wert. Die kann ich jetzt auch mitnehmen, weil wir haben eh keinen Linksrum auf der Ebene. Ja, also. Indirekt kann man, denke ich, schon sagen, dass es das wert war, aber blöd angestellt. Wie immer. Nichts Neues. So. Ganz normaler Boss besiegen. Habe ich den besiegt oder bin ich an dem gestorben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weiß ich, ich habe hier mehrere Runs versaut, deswegen, ja. Einmal wurde ich auf jeden Fall getroffen, aber öfter scheinbar nicht. Gut, sehr gut. Gab dann den 8-Ball, genau, einfach normale Geschichte. So, dann habe ich da noch den Geheimraum gefunden und dann habe ich da, glaube ich, noch das Ding mitgenommen, die Batterie, richtig, dass wir öfter den Airstrike haben, war so mein Gedanke. Weil öfter Airstrike haben, ist ja eine ganz coole Geschichte. Na, damit kann man dann so schön so Sachen freisprengen. Dice Room habe ich ignoriert, wie immer, und so weiter. Ach ja, hier endet mein erster One. Ach ja, schaut es euch an. Ich sag die ganze Zeit, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Aber ich bleibe einfach stehen, weil ich ein Trottel bin. Pflege.
Ach Gott. Oh weia, ich muss raus da, ich muss raus da. Fliegen, 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 hilft mir. Nein, ich muss da raus. Oh. Was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Außer 1349. Conan, ist das dein Ernst? Oder das. Okay. weiter im Programm. Neuer Run, neues Glück. Ich habe ein paar Curse Rooms ausprobiert, leider nicht mit Erfolg. Dann, nächster Run, wir finden als erstes das Item mit der Waage. Das ist ganz cool. Das Libra. ist die. Für dazu, ich brauche es euch eigentlich nicht erklären, dass alles ausbalanciert wird. Das heißt, wenn man ein Stat-Up bekommt, wird es aufgeteilt. Auch ein Stat-Down würde aufgeteilt werden. Waage. Was bei Weiß Kiba nicht, an ob sich das für ganz ihn, cool aber ist. ich meine, so kriege ich meinen Tiers zurück. Genau. Es ist, es haut das Damage wieder runter, das ist mir bewusst, aber ich kriege so meine Tiersrate wieder ein bisschen zurück. Genau, deswegen habe ich es auch genommen. So, hier ist eine Bücherei. Weiß nicht, ob das so. Ja, vielleicht nicht schlecht. Und die Schlüssel vor allem. Schlüsselbomben, so, man kriegt von allem ein bisschen was. Das ist nicht schlecht. Und wenn jetzt hier drei Bücher sein sollten. Tja. Nicht die beste Bücherei, weil alles muss man mit Schlüssel öffnen. Doof. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was dieses Buch macht. Das habe ich gleich einfach blind eingesetzt. Mittlerweile weiß ich, was es macht. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein Buch, was ich mitnehmen würde. Da kommen wir aber später dazu. Ich überlege nur gerade, welches ich einsetzen will, kurzzeitig. Überleg mal. Weil ich brauche noch zwei Bücher für Bücherwurm. Ja, überleg mal. Was machst du denn? Ja, hat hier natürlich nichts gemacht. Nix. Wer den Effekt des Buchs nicht kennt, ich glaube, ihr kennt den alle, aber wer den Effekt nicht kennt, wenn man Gegner tötet in dem Raum und dann das Book of Death einsetzt, dann werden die getöteten Gegner entweder zu kleinen Knochenhelfern oder zu Knochen, die um einen rumschweben, die dann Schüsse und so weiter abwehren können. Zumindest nichts, was ich mitbekommen hätte. Stabil. So, Bücherwurm. Und das ist natürlich cool. Das gibt mir für die ganze Ebene einen Buddy. So, aber das wollen wir mitnehmen. Aber ich will, genau, ich will die Psycho-Shot, die Dings hier, die zielsuchenden Schüsse. Homing Shots. Weil, die mag ich. Die sind ganz gut. Okay. So, weiter im Programm. Run läuft relativ normal. Wir gehen halt durch und machen Zeug. Ne? Nichts Spezielles. Nichts Spezielles. Wir besiegen den Boss. Wir bekommen den Stapler. Genau. Damage up. Coole Sache. Freue ich mich. So. Dann gibt es ein paar Pillen. Alles nicht speziell. Alles relativ normales Zeug. Ich springe ein bisschen länger, schneller durch. Ne? Ist jetzt nichts, wo wir uns lange aufhalten müssten. Da haben wir jetzt einen Sacrifice Room. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen haben. Vielleicht gibt es ja noch goldene Bomben irgendwo. Und dann gucken wir mal, wie viel Geld wir so übrig haben, um den Sacrifice Room zu nutzen. Und jetzt können wir natürlich trotzdem hier gleich reinwuseln. Ja, ich dachte, ich schaffe es bis hier runter. Das hat nicht funktioniert. Gut, na, wir machen hier weiter. Ich versuche gerade so ein bisschen Münzen zu sammeln und die oben zu lassen für den Sacrifice Room. Das nur kurz im Hinterkopf behalten. Okay. Hier, großartiges Item, die Flaming Tears. Yo. 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 Gib mir das. Ja, gib mir das. Freut sich der Conan. Schönes Item, freut sich der Conan. So, weiter im Programm. Wir kämpfen uns durch die Ebene, wir lassen Münzen liegen und so weiter und so fort. Alles ganz normal. Alles ganz normal. Ich glaube, da habe ich PhD gekauft. Hab. Ah, nee, kann ich noch gar nicht. Kann ich noch gar nicht gekauft haben. Ich glaube, ich habe es irgendwann gekauft. Bin mir nicht sicher. Jedenfalls hier weiter, dann gehen wir zum Boss. Boss läuft relativ gut mit den Flaming Sehr Tears. nice.
Flaming Tears, die Homing sind. Was will man denn mehr? Genau. Und auch noch eine hohe Dingsrate. Und oh yes, wir haben unser drittes HP ab. Sehr schön. Plazenta, was auch mit Münzen funktioniert. Das heißt, alle Minute hat man eine Chance, dass sich eine Münze regeneriert. Schön. Ist das jetzt eine... Also funktioniert die Regeneration jetzt mit Münzen? Ja, tut sie. Okay. So, dann gehen wir weiter im Programm. Was habe ich denn da jetzt nachgeguckt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Und jetzt nutze ich den Sacrifice Room. Der Sacrifice Room funktioniert folgendermaßen. Erste Opferung kann eine Münze geben oder nix. Zweite Opferung kann eine Münze geben oder nix. Dritte Opferung kann, glaube ich, eine Münze geben oder You Feel Blessed, dass die Wahrscheinlichkeit für den Angel Room steigt. Vierte Opferung kann, glaube ich, eine Kiste geben. Fünfte Opferung, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sechste Opferung ist auf jeden Fall zur Möglichkeit, entweder in einen Angel- oder Devil-Deal geportet zu werden. Und siebte Opferung ist die Möglichkeit, dass ein Angel-Item spawnt. Das heißt, bis zu sieben Opferungen sind sinnvoll. Alles, was danach kommt, ist nicht mehr so sinnvoll. So. Jetzt kommt die dritte, der dritte Sacrifice schon. Ach, habe ich da schon zweimal geopfert? Ja, okay, dann habe ich das jetzt übersprungen. Okay, jetzt haben wir die Blast-Chance, ist okay. Vierte Opferung. Dann haben wir die Kiste. Mit Coins. Und das Gute ist, wenn aus der Kiste Coins kommen, kann man ja gleich weiter opfern, weil die Coins kann man ja eben benutzen. Sind ja Herzen praktisch bei Keeper. Perfekt, und die eine Coin bleibt gleich liegen. Wunderbar. Dann kommt jetzt der fünfte. Ah, da gibt es nochmal Yuffie Blast, okay. Wieder Blast. Dann kommt jetzt der sechste. Das ist jetzt der Port in den Devil Deal. Oder Angel Deal. Und wir haben im Moment 33,8% Chance Angel Deal. Landen aber hier. Das heißt, die Chance vom Angel Deal bezieht sich nicht auf den Port aus dem Sacrifice Room. Habe ich nicht gewusst, war mir neu, habe ich da aber im Moment gar nicht realisiert. Ah, jetzt hat sie mich natürlich hier reingeportet. Ist jetzt nur doof, weil jetzt waren wir in so einem Raum drin, wo man eigentlich ja nicht rein wollte. Ja, da wollte ich jetzt natürlich nicht rein, genau. Aber jetzt kommt das Engelraum-Item mit Glück. Mit Glück kam kein Engelraum-Item. Da wären jetzt vier Soul Hearts gekommen, die sind natürlich jetzt zu fliegen geworden. Okay. Damit hat sich dieser Sacrifice Room dann auch erledigt. Okay, jetzt, das sind jetzt die Soul Hearts gewesen, die gekommen wären, die jetzt nicht gekommen sind, weil ich ja keine Soul Hearts bekomme als so Ding. Ist es. Ich hoffe übrigens, okay, man kann unterscheiden, wann ich rede und wann Vergangenheitskonnen redet. Ich hoffe, ich bin etwas lauter als Vergangenheitskonnen. Verstanden. Ist ja natürlich dumm, dass ich jetzt den Raum betreten habe, weil eigentlich wollten wir das ja gerade verhindern, dass ich den Raum betrete. Ich meine den Devil Deal. Ja, 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 aber ja, ist dumm. Denn in der nächsten Ebene, wenn wir jetzt irgendwann in die nächste Ebene kommen, jetzt laufe ich wahrscheinlich rum und sammle noch Münzen ein oder was auch immer ich da tue. Ach, ich gehe in den Shop und ich glaube, ich spreng jetzt noch, bis ich PhD kaufen kann. Ist es so? Mach mal eine vorsichtige sowas? Sprengung? Ja, ja, mache ich natürlich. So, dass beides erwischt wird, dass wir auf jeden Fall uns PhD gleich leisten. Mhm. Der PhD-süchtige Boss. Dann ist doch alles gut. Ich wüsste nicht, warum PhD schlecht sein soll. Ja, ist ja auch klar. Vor allem, weil... Ja, komm. Okay, lass. Ich wollte es gerade selber erklären, aber soll er weiterreden. Weil ja jeder Stats uns komplett hochstattet. Jetzt keine schlechten ich mich ausdrücke. Also das eigentlich finde ich das gut. Das Stats tätet mich komplett hoch. Alles klar. Alles klar. Alles gehört heute. Ich würde sagen, das ist brauchbar gewesen. Mhm. Fantastisch. Okay. Und was das Engelrum-Item angeht, hatten wir halt einfach Pech. Ist ja, ja in Ordnung. Ja. Ich denke, wir haben das richtig gemacht ansonsten. Mhm. So, ein Versuch könnte noch hier der Geheimnis ja, sein. Ja, komm, jetzt spreng halt da noch irgendwas, ist in Ordnung. Wir gehen weiter in die Flooded Caves und jetzt seht ihr schon, dadurch, dass wir diesen blöden Devil Room besucht haben, ist jetzt natürlich die Chance im Arsch, dass wir nur noch den Engel Room bekommen. Was ich ärgerlich finde, weil es war ja bei Engel Room gestanden irgendwie, aber hat dann plötzlich doch den Devil Room
geholt. Weiß nicht. Oder lag das... Oh nein, ich weiß, ich bin dumm. Ich hab's gerade falsch erklärt. Wir hatten nach dem Boss hier, ist ja schon der Devil Room gespawnt und es ist für die nächste Ebene schon hier runtergesprungen. Ja, jetzt verstehe ich's. Und dann bin ich deswegen in den geportet worden. Ich hab, okay, die letzten 2 Minuten, was ich gelabert habe mit der Chance, ist wahrscheinlich Blödsinn. Wenn man in einer Ebene ist, wo man von Anfang an die Engelroom-Chance hat, landet man wahrscheinlich schon im Engelroom drin. Also, ne? Sorry, ich hab mich gerade korrigiert. Bitte haut mich nicht. Okay. Gut. Wieder vorspulen. Wir sind jetzt wieder hier. Ich hasse übrigens diesen Raum. Ich muss es sagen, ich hasse diesen Raum. Wenn ich zu langsam bin und 0,95 ist schon anscheinend zu langsam, ich komme da nicht durch, ohne getroffen zu werden. Muss man da irgendwie so quer durchlaufen oder wie macht man das am blödsten? Ich habe mich übrigens, weil ich es gerade sehe, für das, dass kein Spacebar-Item mehr kommt, Twinket entschieden, weil ich das Buch behalten wollte. Ich verstehe mal nie, wie man hier problemlos durchkommen soll. Rückwärts verstehe ich. Wahrscheinlich so quer irgendwie. Nicht an der Wand entlang. Irgendwie so vielleicht. Aber das hat auch nicht funktioniert. Ganz nicht. Ich krieg den Raum, wenn ich zu langsam bin, kriege ich den Raum ohne Hit einfach nicht hin. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin zu blöd dafür. Ist mir gerade wieder aufgefallen, weil wir jetzt gerade in dem Raum waren. Okay. Geht relativ normal weiter. Da gibt es dann dieses Stepped-Item, dass wenn man Gegner von hinten anschießt, fangen sie an zu bluten. Nicht sonderlich krass, aber ich meine, kann man mitnehmen. Dann haben wir noch den Rock gefunden. Bisschen Damage up, alles cool. Dann machen wir den Boss kaputt, kriegen noch mehr Damage up, alles cool, freut sich der Conan. So. Dann geht's hier weiter, ganz normale Ebene spielen, alles wird ein bisschen kaputt gemacht. Da ist wieder ein Sacrifice-Room. Habe ich da schon angefangen zu sacrificen? Droppte Lavas jetzt Fliegen oder Münzen? Okay. Dachte ich. Dachte Lavas droppt jetzt Fliegen, weil bleiben 2 rote Herzen kommen gut, wird normalerweise. Dann probieren wir es aus. Los geht's! Gib mir eine Münze. Erste Opferung, nix. Gib mir eine Münze. Zweite Opferung, nix. Schade. Also holen wir uns wieder Münzen zurück. Na, man muss halt dann immer Münzen holen, die liegen halt dann in der Ebene rum. Und dann kann man weiter opfern. Das dauert dann natürlich nochmal 3 Jahre länger, wenn ich das so spiele, weil ich mir immer wieder alles neu holen muss. Aber es ist halt so. Ja, was willst du machen, Conan? Es ist halt so. Was soll ich tun? Genau. Das ist irgendwie total doof, auf sich selbst zu reagieren. Aber es ist mir gerade so viel lieber, als euch die kompletten Runs zu zeigen, weil es ist... Wir fassen jetzt 3 Runs einfach okay in einem Video zusammen. Das ist okay. Funktioniert so ein Sacrifice Room nur einmal oder habe ich gerade einfach nur sau viel Pech? Du hast gerade sau viel Pech. Er ist halt erst hochgegangen mit der einen Münze. Oder wieder 2 Münzen. Wo er eine Kiste kommen könnte, die selber Münzen spawnt. Muss mal kurz lesen. Nein, du musst nicht. Ach, jetzt lese ich erst nach, ob das nur einmal geht. Ach, ey, Junge. Weiter. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Riskieren? Komm, wir riskieren es mal. Was willst Guck du mal, riskieren? Ob ich richtig liege. Wir müssen jetzt beim 5. Versuch sein. Ja, was willst du da riskieren? Wir müssen jetzt bist bei du der ja 5. auch. Opferung sein. Chill. Ja. So, 6. Opferung. Und jetzt kommt entweder der Port oder eine Random Chest. Genau. Und jetzt kommst du, bringst du mir bitte Münzen, sonst bin ich sauer. Ja, so viel dazu. Und jetzt habe ich leider nur noch ein... Ah, oh, Regeneration, danke! Und jetzt gibst du mir ein Engel-Item. Okay, er hat mir die Soul Hearts gegeben. Das war der 7. Damit haben wir alles gemacht. Damit haben wir es gemacht und haben keine Münzen mehr und müssen jetzt darauf hoffen, dass uns das Regenerationsding ständig heilt. Weil ich nur noch einen Hit habe. Und mit einem Hit mit Keeper rumlaufen macht mich böse nervös. So. Aber ihr seht, der One geht noch eine Weile. Der Run geht noch eine Weile. Und die Art, wie er geendet hat, ist ärgerlich. Böse ärgerlich. Richtig ärgerlich. Richtig gewaltig böse ärgerlich. Okay. Ganz normale Ebene weiterspielen. Na, hier schön gucken, dass wir unsere Energie zurückbekommen. Alles nichts Spannendes. Kann man recht schnell skippen. Oh, bla bla bla. Und jetzt der Moment. Yo, ist das, was ich denke? Hm. Nice.
Das Alpcake. Sehr. Oder wie ich es freundlich immer nenne, Alpcake. Aber es ist Alpcake. Jetzt frage ich mich nur gerade, tut mir das jetzt auch weh? Muss es testen? Nein. Umso besser. Okay, doch, die Explosion. Okay, gut, gut, gut. Die Explosion tut mir weh. War dann wieder völlig lost. Das Feuer tut halt nicht weh, ist klar. Aber die Explosion hat ja schon immer weh getan. Wie sollte es jetzt anders sein? Das musste ich kurz testen. I'm sorry. Die Explosion tut mir weh. Das ja, aber dass mir die Explosion weh tut, das ist leider ein massives Problem. Wir gehen weiter. Also wir haben jetzt Alpcake dabei, ne? Der Run geht normal weiter. Wir, hier seht ihr schon, ich meine, es wird alles so ein bisschen niedergebrannt. Es hat mir Spaß gemacht, alles ein bisschen anzubrennen und abzufackeln. Es war ganz cool, überall Feuer zu legen. Hat mir gefallen, der Feuerteufel zu sein. Würde ich auf jeden Fall wieder nehmen, die Kombination. Die Kombination ist absolut großartig. Ich meine, schaut euch das an. Das ist doch fantastisch. Das ist Cobra 11 Item einfach. Also die Kombination. Insofern, ja, der Rahmen geht ganz normal weiter. Boss besiegen lief auch interessant. Ich habe mich erst gefragt, warum der Boss so schnell kaputt gegangen ist, aber ich glaube, das lag an den Fliegen. Herz, man weiß es nicht. Schaut euch das mal an. Okay, gucken wir mal, was geht rein und der ist tot. LOL. Ja, das waren die Fliegen. Okay. Was immer passiert ist, es ging verdammt schnell. So, also. Das waren die Fliegen. Alles cool. Ebene ist gelaufen. Passt. Ja. Ich gehe noch ein bisschen rum, sammle noch Sachen ein. Alles cool. Alles easy. Alles entspannt. Dann kaufe ich mir noch die Stopwatch und dann landen wir in Necropolis 1. Und in Necropolis 1 ist ein Challenge-Raum. Lol. Oh mein Gott. Telepilz. Und in diesem Challenge-Raum ist ein Port. In den Angel- oder Devil-Deal. Es ist der Angel-Deal. Und ihr seht schon, welches Item da ist. Das ist das Smite-Item, oder was ich manchmal auch so Hadoken genannt habe. Na, dieser schöne Effekt, der mir auch beim Greed-Modus mal das Spiel fast zum Absturz gebracht hat. Na, dieser schöne Strahleneffekt, von dem man dann wegschießt. Ein großartiges Item. Freue ich mich. Ich freue mich riesig. Ja, gib mir das. Ja, gib mir das. Und dann habe ich einfach mal geschossen. Und dann ist das passiert. Wait, war das schlecht? Hm. Killt mich das jetzt instant jedes Mal, wenn ich schieße? Ja, tut es. Beste Kombination ever. That's it. Ich glaube, das ist dann ein Softlock. Scheiße, was? Okay, ich habe 23 Minuten gebraucht, um den Part zusammenzufassen. Das ist doch schon mal angenehmer, als die Stunde zu gucken. Ich glaube, ich habe gerade einen klassischen Softlock geschaffen. Was ist, wenn ich zurücklaufe und schieße? Ja, das war's. Lul. Das wäre überstrong, wenn man jetzt auch noch Dings hätte. So Unverwundbarkeit. Kacke. Scheibenhonig. Dem Rand traue ich immer noch hinterher im Übrigen. Alpcake plus Flaming Tears war so geil. Und dann ist halt das passiert. Aber wie soll man das denn wissen?
Kann ich schießen? Scheiße. Was soll ich tun? Nein! Nein! Aber was für... Oh. Nein, das darf nicht. Was ist das für ein Part gewesen? Smite plus Alpcake, ganz schlecht. Kann man das nachsehen? Also, kann ich diese... Hätte mir das Dings das angezeigt? Nein, ich habe dann noch geguckt, jetzt weiß ich, warum das, der Part noch länger geht. Ich habe dann noch auf Platinum Gold rumgeschaut, ob man diese Kombination hätte sehen können, weil ja manche Synergien man sich dort zusammenbasteln kann. Diese Synergie hätte man nicht sehen können. Also, das ist die schlechteste Synergie, die ihr machen könnt. Smite und Alpcake. Ganz, ganz, ganz kacke. Geht gar nicht klar. Ja, das war dieser Run. Ich stoppe hier kurz das Video, dass ich die nächsten Run aufnehmen kann. So, hier sind wir im nächsten Part. Hier habe ich mich jetzt schon entschieden, die beiden 99er Parts zusammenzusetzen zumindest. Also den Smite-Run von gerade eben und diesen hier, den wir jetzt noch nicht kennen, weil der halt auch nicht gut gelaufen ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den aufgenommen habe, wusste ich das natürlich noch nicht. Bei Binding of Isaac Repentance. Wir sind in Folge 100, aber es ist einfach nur Folge 100. Wir machen einen weiteren Keeper-Run. Ja, es ist nicht Folge 100. Wir sind jetzt immer noch in Folge 99, weil es mir zu blöd ist. Das ist mir einfach zu blöd. Richtung Isaac. Diesmal kombinieren wir auch nicht mehr Alpcake und Trisarion. Seht ihr, ich sag Alpcake. Was ist denn falsch mit mir? War eine schlechte Idee. Kann ich nicht wissen. Kann ich nicht wissen. Ja, da jammer ich noch ein bisschen rum, dass das alles unfair war. Bla bla bla. Also, neuer Rand, neues Glück. Da habe ich mir dieses Item geholt. Nicht sonderlich gut, wenn man getroffen wird, wird man so, teilt man, also kriegt man so kleine Teile um einen rum. Nicht gerade spannendes Item. Alles nicht so der beste One. Gefällt mir nicht so gut. Da habe ich mir nix geholt. Da gab es dann ein Damage Up. Dann kam ich hier wieder raus und so weiter. Ja. Alles nicht so spannend. Das Damage Up war ganz cool. Aber naja. Ach ja, ich glaube, hier war dann Schluss. Kann es sein? Wo war Schluss? Ah, bin ich hier bei dem Viech draufgegangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es war ein ganz kurzer One. Bin ich hier draufgegangen? Ja. Oh, stabil. Okay. Gut, also neuer Run, neues Glück. Da gab es das Splash-Ding am Anfang. Ich glaube, der Run läuft jetzt eine Weile. Ich glaube, das hatte ich eine Weile dabei. Dann gehen wir jetzt noch nicht in den Curse-Room. Genau, wir gehen jetzt nicht in den Curse-Room, weil sonst sind wir ja tot. Spielen wir den Run ein bisschen weiter. Kann mich schon fast nicht mehr dran erinnern. Da habe ich mir die Stopwatch geholt. Da habe ich dann ein bisschen rum hin und her gemacht, bis ich die Bomben hatte. Da habe ich den Typ besiegt und so weiter und so fort. Alles jetzt nicht sonderlich spannend. Einfach weiter. Da gab es dann das... Luko, irgendwas Item, dass Gegner so einen Effekt bekommen können, wenn man schießt. Also auch jetzt nicht wahnsinnig spannend. So. Bla bla bla. Boss besiegen. Easy going. Gab ein Range Up. Auch nichts Spannendes. Ich glaube, wir hatten hier irgendwo einen Sacrifice rum. Ich bin mir nicht sicher. Ach nee, wir hatten den Typ. Und das ist ja wie ein Sacrifice rum im Prinzip. Na, auch hier opfer ich ja Herzen und wenn Münzen noch rumliegen, kann man das ganz gut nutzen. Haben wir noch eine Münze? Ja. Oh, ich habe da schon... Ich wollte euch kurz zeigen, wie ich ein bisschen was versaut habe. Aber anscheinend habe ich ihn hier schon ein bisschen gefüttert vorher. Ups, war das denn? War das hier? Dem Sacrifice Room, wenn es ähnlich läuft. Ja, komm, die krieg keine Waffe. Ich habe damit jedenfalls nicht gerechnet. Wer soll denn... Wo war das her? Denn? Ich wollte euch zeigen, wie ich die Regenbogen-Kackhaufen verschissen habe. Ich dumm bin. Wann war das?
Da sind sie noch. Okay, da leben sie noch. Wie bei dem Sacrifice Room. Na, er ist leider sehr knauserig. Und ich wollte jetzt halt einen Haufen kaputt machen. Ne? Einen Haufen wollte ich kaputt machen. Weil ich hätte zweimal aufladen können, sozusagen. Also ich hätte das wie zwei Münzen handhaben können. Er will nichts geben, ich merke schon. Er will nichts geben. Leider. Pfeffer ich noch was anderes los. Nein! Ja, eine Aufladung versaut. Er war am Ende auch leider zu knauserig. Ich habe dann noch versucht, hier ein bisschen was zu machen. Dann hat er mir noch den Wurm gegeben. Ja, ich habe versucht, dann Münzen herzugehen. Ich habe versucht, meine Münzen zu opfern, dass entsprechend hier eben was rauskommt. Und zum Schluss hat er dann ein Item gedroppt, was mir halt nicht sonderlich viel nützt als Keeper. Vielen Dank dafür. Okay, wir gehen also weiter. Da ist noch, haben wir Last besiegt. Relativ normaler Run jetzt wieder. Da besiegen wir ihn hier. Gab die Puppe. Also Tears Up und so weiter. Alles normales Zeug. Da gab es diesen komischen Fortune Cookie. Der hat mir die ganze Zeit nur Sprüche gedroppt. Wahrscheinlich ist es wie die Maschine. Aber ich denke, mit einer schlechten Luck-Stat ist der wahrscheinlich nicht so gut. Keine Ahnung. Hat mir jedenfalls nichts gebracht, sonderlich. Deswegen habe ich ihn, glaube ich, recht bald auch wieder abgelegt. Bei der nächsten Gelegenheit. Bin ich mir sicher. Ja, jedenfalls, wir wuseln da rum. Wir machen Dinge. Wir gehen da rein, scheinbar. Bin ich lost? Jetzt bin ich doch tot. Hä? Ach, ich habe mich reingesprengt. Okay, alles gut. Ich habe mich reingesprengt. Ich habe nur geguckt. Okay, alles gut. Dann sind wir in Flooded Caves 2. Ach ja, da kam jetzt dieses Item wieder dazu. Das ist ganz cool. Na, damit kann man so Schüsse abwehren. Das ist ganz nett. Das habe ich eine Zeit lang verwendet. Und irgendwann jetzt dürfte der Run gleich Ende sein. Moment, ich muss hier kurz mein Handy abstecken. So. Halt. Weil ich meine, das nicht allzu lange gemacht zu. Ja. Wo bin ich gestorben? Was habe ich da wieder falsch gemacht? Ach, das war. Richtig, es sind alles so dumme Tode, deswegen ich wollte euch das nicht als vollständigen Part zeigen, weil es ist so frustrierend, den ganzen Anfang zu sehen, um dann an so einer blöden Scheißdreckstelle zu sterben. Ja, da komme ich gut ran, Kollege. Oh weia. Oh weia. Hm. Es geht so schnell, ich hasse das. Ja, es geht so schnell und da war der Run auch wieder vorbei. Aber der Part noch nicht, weil ich war sauer, ich wollte weiter aufnehmen. Also, neuer Run. Wir sammeln als erstes dieses komische Tooth-Item ein. Und da war aber gleich ein Sacrifice rum, deswegen habe ich gedacht, okay, wir gucken mal ein bisschen weiter. Vielleicht bringt mir das Sacrifice ja rum was. Das Sacrifice rum ja was. Also, schön Geld liegen lassen, Sacrifice rum machen. Vierte Opferung. Kiste, die man nicht öffnen kann, bekommen. Gut. Super. Fünfte Opferung. Fünfte Opferung. Habe ich gerade schon gesagt. Endlich. Yes. Sechste Opferung. Der Port. Nicht den Port. Deal bekommen. Aber jetzt das Engel-Item. Jetzt das Engel-Item. Jetzt das Engel-Item. Siebte Opferung. Das war's. Das war's. Nix war's. Also, ich hab's versucht. Hat nicht funktioniert. So, weitere Geld gesammelt und ein bisschen rumgesprengt und ein bisschen rumgelaufen. Und dieses Item, Augentropfen, das ist ja furchtbar als Keeper. Tiersab ist auch cool. Ah, funktioniert irgendwie nur manchmal. Hä, was ist das denn? Funktioniert irgendwie nur manchmal, das ist ja auch interessant. Ja, also, das Ding ist, man schießt nicht mehr regelmäßig.
Das ist ein Tears-Up, zwar, aber gleichzeitig sorgt es dafür, dass die Tränen so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Verzögerung bekommen, aber es fühlt sich ein bisschen so an. So, du schießt einfach manchmal nicht, obwohl du praktisch auf der Taste bist. Und dann kommt dafür plötzlich manchmal drei Schüsse hintereinander. So, als hätten die einfach einen Delay, die Tränen. Richtig dumm. Fühlt sich extremst komisch an beim Spielen. Na gut, seht ihr das? Wie unregelmäßig man schießt. Das sieht auch jetzt schon total komisch aus. Das macht mich Okay. sauer. Ah, da ist meine Energie. Sehr schön. Das ist total wahr. Sammle ich nie wieder ein. Sacrifice Room. Da wollen wir natürlich wieder opfern gehen. Da gab es dann die blöde Fliege, die mir folgt. Nicht die Psyfly. Habe ich aber auch diesmal nicht gesagt. Da gab es dann den Kollegen hier. Ja, jetzt laufen wir hier so ein bisschen rum, sammeln Geld. Sammeln hier Geld, dass wir schon den Sacrifice Room eben machen können. Also Sacrifice Room. 5. Jetzt kommt der Deal. Vielleicht. Okay, wir haben bisher keine Bibel. Nehmen wir mit. Geht in Ordnung. Ne? Geht von Nord. Ja, hätte Besseres geben können, aber ich bin ja mit sowas zufrieden. Und noch ein Engel-Item mit Glück. Und jetzt kam die Leiter. Yo! Sehr nice, wenn man halt Geld hätte. Aber jetzt brauchen wir erst recht wieder Münzen. Weil jetzt wir jedes Mal Engelshops, also im Engelshop einkaufen können. Oh mein Gott! Also ich hätte den Part eigentlich auch Geldprobleme nennen können. So viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, aber leider kein Geld. Ja, dann habe ich ein bisschen rumprobiert, rumgewurschtelt, so viel Geld wie möglich halt noch zusammengekratzt, bevor wir die Ebene verlassen. Ja, Kampf, ganz normaler Ablauf, dann gab es noch ein HP-Up, damit sind wir wieder mit drei Münzen unterwegs und das ist natürlich immer schön, wenn man drei Münzen hat, weil man dann halt öfter getroffen werden kann. Keine Ahnung, was ich da noch die ganze Zeit gemacht habe. Erster Shop, ich kann mir nichts leisten. Ne? Ich habe mir, glaube ich, den Schlüssel dann gekauft. Alles andere ging ja nicht. Dann haben wir den Raum hier. Alles normal. Es läuft alles soweit normal ab. Hier gab es das Buch. Habe ich einmal eingesetzt und dann bin ich weitergegangen. Ich glaube, zukünftig nehme ich das Buch schon mit. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Vor allem halten diese Familias halt die ganze. Nicht Familias, diese Buddies halten halt den ganzen Ebene über, was ganz cool ist. Wir jetzt hier weiter skippen. Relativ normaler Run weiterhin, ohne halt Geld zu haben, was ein bisschen ärgerlich ist, aber was soll's. Da habe ich dann irgendwie Bombsack hier eingesammelt. Gut, ist passiert. Da bin ich in den Satan-Deal reingegangen. Kann ich mir nicht leisten. Passt. Weiter im Programm. Nächster Shop. Ich kann mir wieder nichts leisten, aber wenn ich das jetzt hier so sehe, es wäre jetzt eh nicht so cool geworden. Das Zeug. Also als Keeper hast du halt auch im Engel Room leider Zeug drin, was du gar nicht unbedingt willst. Dann bin ich hier rein und jetzt gab es hier dieses Ding, was ja eigentlich voll cool ist. Aber mir scheint in Kombination mit dem Tierstings, was so komisch Wait, rumsteckt. wo sind meine Immaculate? Hä? Ja, kommen die einfach Ah, teilweise da sind gar sie. nicht. Oh, die dauern ja, bis die kommen. Also ich Oha. könnte mir vorstellen, dass das mit den Augentropfen zusammenhängt, aber ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Jedenfalls hat das nicht so wirklich dann gut funktioniert. Was schade ist, weil es Immaculate Heart eigentlich eine coole Geschichte ist. Aber wie gesagt, es hat nicht gescheit funktioniert und ich hatte davon fast keinen Vorteil. Dann habe ich dieses Item noch bekommen. Und ihr seht schon, daran nähert sich dem Ende. Weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt drauf gegangen bin. Hat der Typ mich erledigt? Das wäre ja peinlich. Nein!
Ach ja, hat er. Ah, ich bin so unkonzentriert. Scheiße. Ach, das war doch Müll. Ja, das wäre mein Part 100 gewesen. Kann man in die Tonne kloppen. Kann man absolut in die Tonne kloppen. Und da habe ich mir dann halt schon mal den Gedanken gefasst, okay, ich packe die beiden Parts, die wir jetzt gerade gesehen haben, schon mal zu einem zusammen. Ja, das heißt, das, was ihr jetzt seht, die Aufnahme, die jetzt kommt, ist die Aufnahme von gerade eben, wo ich schon wusste, okay, die letzten beiden Parts sind zusammengepackt. Und das ist jetzt der neue Part 100. Isaac. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Und irgendwie will ich nicht, dass das letzte Folge 100 war. Ich glaube, ich packe einfach 99 und die ehemalige Folge 100 zusammen zu Folge 99. Und wir machen das jetzt zur Folge 100. Und das wird jetzt eine erfolgreiche Folge. Was haltet ihr davon? Ich halte davon sehr viel. Ja, wäre schön gewesen, Colin. Wäre schön gewesen. Gucken wir, was passiert. Leider bist du halt ein scheiß Spieler. Wahrscheinlich wird genau das Gegenteil passieren. Gut. Auch hier kann ich relativ viel durchskippen. Es ist ein relativ ereignisloser Run gewesen. Na, hier normales Zeug, bla bla bla. Da habe ich mir dann die gelbe Karte, also diese goldene Karte geholt, dass man im Shop Dings haben kann. Dass dieser Zusatzshop eben kommt. Diese Treppe nach unten, was ganz cool ist. Ich glaube, da gucke ich noch nach, was es ist. Na, aber genau, na, dieser Zusatzshop, da können Engel-Items und so weiter auftauchen, was ganz cool ist. Die halt aber dann mehr kosten. Da gab es einen goldenen Schlüssel in der zweiten Ebene, haben wir uns gefreut. Ist in Ordnung. Und hier gab es dann dieses Book of Death. Und da habe ich dann rausgefunden, wie das funktioniert. Dann gucken wir gleich mal, wenn ich jetzt die alle da kille, was das genau jetzt in dem Fall auslöst. Ah ja. Interesting. Das heißt also, in einem Raum, wo ziemlich viele Gegner gestorben sind, ist es am sinnvollsten, das Ding einzusetzen. Very interesting. So, jetzt können wir hier auch mal gucken, was wir jetzt hier drin Brauchbares haben. Nichts. Gut, dass wir darüber geredet haben. Okay. Ran geht nochmal weiter. Wir kämpfen, wir machen Sacrifice. Hier lasse ich es mal wieder laufen. Ja, da haben wir es. Dann haben wir jetzt noch die Nummer 4. Die Nummer 4, die eine Kiste sein kann. Und ich glaube, im Itemraum war noch eine Münze. Also wir kommen auf jeden Fall mit zwei Herzen hier wieder raus, ne? Ja, aber die Kiste würde ich noch mitnehmen. Oh mein Gott. Das liegt ganz ungünstig. Ich hole mir erst die andere Münze, bevor ich da versehentlich ungünstig reinlaufe. Mach das! Ich hole mir erst diese Münze hier, bevor ich da irgendwie ungünstig reinlaufe. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich weiß jetzt nicht, ob man... Okay. Okay, alles gut. Gut, wie gesagt, ich will nicht zufällig in den Satan-Deal geportet werden. Möchte ich aktuell nicht. Problem ist halt, wenn ich die Münzen für sowas immer nutze, dann werde ich natürlich nicht mehr Münzen bekommen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht ganz gut mit Keeper spiele. Aber wir werden sehen, in welche Richtung das sich noch alles entwickelt. Ja, ich spiele definitiv nicht gut mit Keeper. Das werden wir gleich am Ende des Runs auch wieder sehen. Okay, weiter im Programm. Ja. Curse of the Labyrinth, große Ebene, viel zum Rumlaufen. Ach ja, hier gleich mal ein Treffer, der echt ärgerlich war. Immer noch, dann kann ich es wieder einsetzen. Er geht einfach oben rum. Er geht unten rum. Wei, 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 die kommen oben. Ja, jetzt war es vorbei. Oben rum. Ja. Und ich war schon wieder nervös. Aber soweit alles okay. Haben wir soweit geschafft.
Dann war hier wieder so ein Monster Manual. Ich war wieder am Überlegen, was ist denn jetzt besser? Und ich war mir nicht sicher. Ja. Dann gab es hier die Nägel. Da habe ich mich ganz gut gefreut. Und dann hatte ich die Theorie, okay, wenn ich diesen Raum hier mache, müssten ja richtig viele Gegner eigentlich rumliegen nachher. Und dann müsste das Book of Death eigentlich effektiv sein. Ich denke, für sowas müsste es doch richtig cool sein. So viel wie jetzt an Gegnern hier rumliegen. Theoretisch, ne? So, gucken wir mal, was passiert. Zack. Ja, hier hat es den Familiar gespawnt und dann auch die ganzen Viecher um mich rum. Ist ganz cool. Wir gehen weiter, wir spielen weiter, wir spielen weiter, wir spielen weiter. Bla bla bla. Alles cool. Alles easy. Keine Ahnung, was ich danach gucke. Man weiß es nicht so. Dann gehen wir in den Shop und ihr seht schon, es gibt ein Kraftarmband. Und ich bin ganz ehrlich, ich war lange am Rumüberlegen, aber ich habe mich am Ende fürs Kraftarmband entschieden. Weil man damit doch schon sehr viel Zeug machen kann. Na, man kann Crawlspaces finden, man kann die Pilze durch die Gegend schleudern und so weiter. Und so fort. Relativ lange Geschichte jetzt hier. Bin ich noch viel rumgelaufen, habe sämtliche Pilze durch die Gegend geworfen. Dann kam der Kampf hier. Am Ende des Kampfes gab es ein HP ab. Habe ich mich gefreut, weil ich hatte es ja noch nicht. Also, endlich wieder drei Münzen. Coole Geschichte. So. Nächste Ebene. Da haben wir hier das gemacht. Dann habe ich hier. Habe ich den Boomerang mir geholt. Der hat auch nur 7 Münzen gekostet. Habe ich mir geholt und habe mir dann wieder überlegt, was ist denn jetzt besser? Kraftarmband oder Boomerang. Bin erstmal mit dem Boomerang rumgelaufen, weil er kampftechnisch halt gut ist. Ja, mit Gegnerfüßen und so. Aber von den Möglichkeiten her fand ich dann das Kraftarmband besser. Deswegen habe ich erstmal mit dem Boomerang bin ich erstmal alles abgelaufen. Und habe dann mit dem Kraftarmband eben nachher noch aufgeräumt. Können wir jetzt alles skippen? Dann gab es hier den Engelraum. Ah, okay, jetzt wissen wir wieder nicht, was es ist, aber es kann eigentlich nichts Schlechtes sein. Also von daher passt es schon. Ja, Soul Locket nützt mir richtig viel in der Situation. Gut. Ach, ist es das Ding, wenn ich blaue Herzen einsammle, kriege ich ein Stat-Up? Danke für nix. So, zwei. Oh! Ja gut, aber O heißt jetzt ja. Ja gut, ich kann den Geheimraum so suchen. Das war, ihr seht, Nägel mit hoher Tiersrate ist schon eine ganz coole Geschichte. Also, die Kiste hier hatte nichts Besonderes, da kann ich jetzt einfach weitergehen. Bisher bin ich zufrieden mit dem Run. Ne? Bisher bin ich zufrieden, dann habe ich da noch aufgeräumt, habe Münzen gesammelt. Denn ich habe im. Nee, war gar nicht. Aber doch hier im Shop war so ein Item für 27. Und klar, es war unknown. Aber ich habe halt gedacht, okay, es könnte halt trotzdem ein cooles Item sein. Ich werde es mir nehmen. Item sein. Könnte auch Müll sein. Wenn ich Müll kaufe, habe ich Müll gekauft. Aber ich kaufe das jetzt. Okay. Damit kann man doch was anfangen. So. Dann habe ich den mitgenommen, bin damit noch rumgelaufen und so weiter. Das können wir jetzt alles skippen. Das ist alles nicht so spannend. Das ist die nächste Ebene. Da haben wir aufgeräumt. Dann war da eine Arcade. Dann war da das. Alles nicht weiter spannend. Kann man wirklich jetzt mal kurz durchskippen für den Moment. Ja, dann war hier auch nichts Cooles. Doch, ach doch, hier war was Cooles drin. Und zwar, genau, für 38 Münzen, im Moment habe ich 21. Der Typ, der Little Brimstone-Typ. Und das ist ja eine ganz coole Geschichte.
Den wollte ich also kaufen, habe geguckt, wie viele Münzen hier so rumliegen und schon mal abgeschätzt, wie viel ich vielleicht sprengen müsste oder wie viele Münzen mir noch fehlen könnten. Wir machen ganz normal den Raum weiter, alles ist in Ordnung. Das heißt, den Raum, die Ebene machen wir weiter und am Ende können wir uns den Typ dann sogar leisten. Passt also auch. Da habe ich ein bisschen viel gesprengt. Das ist passiert. Und ich glaube, zum Schluss bin ich noch hochgegangen. Nein, wo ist denn das? Das will ich euch nicht vorenthalten. Hier ist das. Bin ich in die Arcade gegangen? Und wollte hier ein bisschen sprengen, weil kann man ja machen mit 14 Bomben, kriegt man ja höchstens was raus. Die Bombe ist eine ziemlich große Bombe, die hat diesen Bomberman-Effekt bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich die hier ablege, dass die bis zu ihm reicht. Aber ihn hat es leider auch erwischt. Und jetzt kommen wir zu Conan sprengt sich selbst. Ja. Hätte man vermeiden können, aber ich meine, gut, wir hatten noch Geld rumliegen, insofern passt die Geschichte. So. Ja, Mann besiegen. Lief ganz gut der Kampf. Mit dem Brimstone und so weiter. An sich keine Probleme. Seht ihr ja. Ne? Passt aber alles. Aber vielleicht hat das Mongo Baby auch erst auf der nächsten Ebene. Passt alles. Wir haben das Polaroid mitgenommen. Ist klar. Ich habe die Steine noch weggeräumt. Ja, und dann sage ich am Anfang der nächsten Ebene Folgendes. Drückt mir die Daumen, dass wir hier gut durchkommen. Guter Anfang. Und das ist gerade eben passiert. Vor gut 50 Minuten. Je nachdem, wie lange jetzt diese Aufnahme hier läuft. Ne? Und da habe ich mir jetzt gedacht, nee, Leute, ich habe keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Das ist die dritte Folge, die ich mit einfach einem komplett beschissenen Skill am Schluss versaue. Ich möchte nicht, dass das drei Folgen sind. Jetzt habe ich es mir hier einfach als React sozusagen nochmal angeguckt und wir haben jetzt drei Folgen zusammengefasst in einer Folge. Ist das mein Scheiß ernst eigentlich? Ist... Oh mein Gott. Nee, das ist doch... Ach nee, das ist doch alles Kacke. Ich will das nicht als Part 100 haben. Och Mann. An dem One war doch jetzt nichts sehenswert. Wir machen das anders. Ja. Und da habe ich den Entschluss gefasst zu der Geschichte, die ich jetzt gerade eben aufgenommen habe. Das war jetzt also vermutlich wirklich Part 99. Mal gucken, ob der nächste Part dann wirklich 100 ist. Oder 99,1 oder so, keine Ahnung. Aber ich will eigentlich für Part 100 zumindest einen erfolgreichen One haben. Das hier als, ich will sowas nicht. Das will ich vor allem nicht als einen einzelnen Part haben. Eine Stunde rumgelaufe, rumgegucke. Ewig langes Hochheben von Steinen wegen diesem blöden Armband, um dann so zu sterben. Nee, muss nicht sein, ne? Also ich hoffe, das hat euch in gewisser Weise irgendwie gefallen, diese Zusammenfassung. Danke fürs Zuschauen, wenn dem so war. Lasst gerne auch mal ein Däumchen nach oben da, dann sehe ich, dass ihr das auch wirklich sehen wollt. Das ist immer ganz cool, wenn man so ein bisschen Feedback hat. Tschüss!